Tierfreundinnen und Tierfreunde. Wieder können wir eine gute Vermittlungsnachricht vermelden. Schäferhündin Agir, vorgestellt vor einer Woche, hat Interessenten gefunden. Sie soll in Zukunft mit einem Artgenossen leben. Das muss aber noch getestet werden. Die Tierheim-Mitarbeiter hoffen, dass sich die beiden Hunde gut verstehen. Heute haben wieder zwei Fundkatzen ihre Vorstellung. Den Anfang macht ein schwarzes Katerchen mit weißem Lätzchen. Er wurde vor 3 Monaten in Gotha in der Hermann-Haag-Straße gefunden. Da sich bis jetzt kein Besitzer für Morle gemeldet hat, soll er nun schnell ein neues Zuhause bekommen. Er wurde in der Arche Noah kastriert und wartet sehnlichst darauf, wieder durch ein Revier streichen zu können. Alle Katzen, die in Freiheit geboren wurden, leiden unter den Begrenzungen im Tierheim. Das Morle ist ein sehr lieber, menschenbezogener Vertreter seiner Art. Er wurde auf ungefähr 3 Jahre geschätzt und wird seinen neuen Menschen noch lange viele Kuschelstunden schenken können. Natürlich braucht er nach seiner Eingewöhnungszeit unbedingt Freigang. Für die meisten Stubentiger ist ein Plätzchen im Haus mit Freigang, wann man will, das perfekte Katzenleben. Das zweite Findelkind ist ein schwarz-weißes Katzenmädchen, was in der Gothaer Oststraße am Nettomarkt gefunden wurde. Für sie werden erst einmal ihre Besitzer gesucht. Die Katze wurde auf ungefähr 1 Jahr geschätzt und ist noch nicht kastriert. Vielleicht kommt sie auch aus der angrenzenden Gartenanlage, wo auch immer Katzen wohnen. Eine wilde Katze ist das junge Mädchen nicht. Dafür geht sie zu offen auf die Menschen zu. Auch sie ist sehr zutraulich, lieb und verschmust. Jackie mahnt ständig in Richtung Fenster, weil sie dort die Freiheit sieht. Sollte sich für sie kein Besitzer melden, sucht auch sie schnell ein neues Revier mit Freigang.